Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 4. Wir fahren den RE87 Crazyheim nach Aschaffenburg auf der neuen Strecke, die es gibt, und zwar die Maintalbahn. Südli, wir machen mal die Türen auf. Auf welcher Seite eigentlich? Auf der rechten Seite. Und machen hier mal alles betriebsbereit. Rechts entriegeln, alles klar. Wir fahren nach vorne. Und, was wir nicht vergessen dürfen, gerade mal ganz kurz die PCB prüfen, die ist FÖ. Quatschen wir hier noch die Sicherung rein. Werd's garantiert bereuen. Ja, und dann werden wir heute mal gemeinsam diese neue Strecke hier mal uns zu Genüge tun. Das ist unser Triebwagen. Und ich sehe gerade, Lichter sind nicht richtig. Jetzt sind sie richtig. Und um 10 Uhr ist hier Abfahrt. Ich zeige euch schon mal ganz kurz die Streckenübersicht. Wir sind hier. Da hinten eine die Strecke. Und da unten der Stich. Und dann geht das Ganze nach hier oben. Und da endet das Ganze dann auch schon wieder. Für ganze 33 Geld, Euro, Franken, je nachdem, bekommt ihr sagenhaft die 36 Kilometer Dieselstrecke. Ihr habt richtig gehört. 36 Kilometer. Da brauchen wir bestimmt sehr lange, bis wir diese abgefahren sind. Aber es ist halt leider Gottes wieder etwas sehr Kurzes. Nichts mit ein bisschen Strecke. Fahrzeugtechnisch ist auch nicht wirklich was Neues mit dabei. Altgewohntes. Hier dagegen steht auch nichts rum, außer die Triebwagen. Da hinten haben wir Doppeltraktion. Das ist mal einfach. Und dann schauen wir mal, dass wir die Fahrt hier gut hinkriegen. Ich würde sagen, machen dann gleich mal die Türen zu. Ich würde mal sagen, jetzt. So. Ah, es ist zugegangen. Perfekt. Und Vollgas. Nice. 60 erlaubt. Dann 120. Nächster Halt in Klingenberg, Bahnsteig 1 um 8 nach 10. Wunderbar. Schranken sind zu. Perfekt. Mal schauen, ob wir so ein, zwei Zugbegegnungen haben werden. Ich kann natürlich nicht sagen, wie authentisch diese Strecke ist, nachdem ich die Strecke so jetzt nicht gefahren bin, in echt. Aber wenn da jemand von euch dabei ist, der die Strecke sehr gut kennt, gerne dann in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das so wiedererkennt, ob das authentisch ist. Kommen wir schon über die erste Brücke hier. Bisschen rostig. Ah, ich liebe diese Kamera, wie die da immer hin und her springen muss. Oh, 60 ist hier noch angesagt. Nein, ich will nicht bremsen. Ah, vielleicht will ich doch bremsen. Hier geht's nach unten. Södre. Ab hier dann 120. Ein bisschen da vorne. 6,42 Kilometer gefahren. Ja, wirklich viel bin ich mit dem Kollegen hier nicht unterwegs gewesen. Einmal kurz zur Probe und halt jetzt mit euch. Ja, kann man ja Vollgas geben. Ja, also die Strecke selber ist von Dovetail Games, keinen dritten. Die Bewertung ist Stand von der Videoaufnahme ausgeglichen mit 34 Bewertungen. Und dann lese ich euch mal ganz kurz vor, was Dovetail Games so darüber sagt. Moderne Dieselzüge machen Halt in Train Sim World 4, kehren sie in die Hafenstadt Aschaffenburg zurück und steigen sie in die Regionalbahn entlang der atemberaubenden Maintals ein. Ihr nächstes Abenteuer erwartet sie an Bord der eleganten BR-642 Dieseltriebzugs, mit dem sie auf der Maintalbahn bequem nach Miltenberg fahren können. So. Fahren Sie auf der malerischen Maintalbahn auf eingleisigen Strecken, die sich durch einen langsamen Betrieb, lokale Städte und Dörfer und Überholschleifen für den Gegenverkehr auszeichnen. Zwischen dem Personenverkehr befördern Sie die Fracht der lokalen Industriebetriebe und bedienen den Mainhafen.
Auf vielen ländlichen Strecken wird immer noch eine kraftstoffbetriebene Traktion benötigt. Und seit der Jahrhundertwende ist die BR-642 ein gewohnter Anblick. In den 1990er Jahren bestellte BR-642 ist eine aus zwei Wagen bestehende Dieseltriebzug, der für den Einsatz auf örtlichen Strecken konzipiert wurde. Er verfügt über innovatives Niederflur- und Einstiegsdesign, das die Zugänglichkeit verbessert und ist auf ein gemeinsames Drehgestell montiert, um die Sicherheit und die Fahrqualität zu verbessern. So, jetzt mal schauen, wie schnell ich hier eigentlich fahre. Wir düsen hier geradeaus. Okay. Der niedrige Boden verleiht der 642 außerdem ihr charakteristischen großen Fenster für eine perfekte Sicht auf die Landschaft. Im Betriebwagen ist ein weiterer vertrauter Anblick auf die Strecke zu sehen, die Rangierlok BR363 mit dem Wagen in Schlepptau alle Arten von Gütern ausliefert. Ja, auch das ist nicht neu. Achso, nee, wir sind noch gar nicht auf 120, wir können noch heizen. Ja, dann halten Sie den Fahrplan ein und sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb auf der eingleisigen Strecke. Übernehmen Sie das Auftanken der örtlichen Dieselzugs und arbeiten Sie effizient, damit Sie nicht selbst der Sprit ausgeht. Im freien Spiel können Sie mit der 642 die Schienen des Nah- und Fernverkehrs erkunden oder Sie zu Hause auf der Maintalbahn für 13 Volt 4 lassen. Schräger Satz, aber okay. Gut, es wird noch empfehlen, dass die Niedertalbahn mit dabei ist, zwecks Rollmaterial. Ansonsten, für 33 Geld bekommt ihr 37 Kilometer Strecke plus 4 Kilometer Hafengebiet in Aschaffenburg. Dann habt ihr die BR-642, die 363, dann Habinswagen und Rostewagen. Extrem detailgetreue, funktionsreiche Führerstände. Lebensechte Leistung und Handhabung. Zugängliche Trainingsmodule im Trainingszentrum. Wow. 5 spannende Szenarien und ein authentischer Fahrplan. Reisemodus, eine Auswahl von Nebenaufgaben und dann halt noch das Standard-Blabla wie bei jeder Strecke. Also ihr seht's. Ist unglaublich was geboten. Ich will die Strecke damit jetzt per se auch noch gar nicht schlecht reden, aber es ist halt einfach mäh, dass man halt nicht wirklich weit fahren könnte. Denn wenn man jetzt hier anständig mal durchfährt, ich bin die Strecke mit der Dampflok mal, so für mich mal abgefahren, um die erste Erkundungsfahrt zu machen, dann bist du halt in einer halben Stunde fertig. Dann hast du es halt gesehen. Und das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, das ist dieser Hafenbereich, der... Es ist das hier, aber trotzdem, da finde ich den Preis ein bisschen zu teuer. Da hätte ich jetzt eher gesagt, ja, so 15, allerhöchstens 20 Euro. Mein Rollmaterial ist ja jetzt auch nicht gerade das Spannendste, beziehungsweise kennt man schon. Es ist schade, dass jetzt hier kein Schnee liegt, obwohl Dezember eingestellt ist. Aber der Bereich hier sieht zumal erstmal ganz okay aus. Ich habe jetzt noch keine gröberen Fehler irgendwo entdeckt. Aber die Personen sind hier teilweise überfordert mit dem Bahnsteigen. Wir werden es vermutlich dann eh gleich noch sehen. Die finden es nicht so cool, dass manche Bahnsteige extrem schmal sind. Södere. Machen wir mal langsam. Was ich ein bisschen doof finde bei dem Triebwagen ist, wenn man hier mit der Tastatur spielt und man drückt die Bremsetaste nur einmal ganz kurz, dann schnallt er schon direkt hoch, gefühlt auf 100% minus. Es ist nicht so cool. So, hier ist auch alles gut. Ja, haben wir die erste Kreuzung da vorne. So, 8 nach, das sind ja einigermaßen in der Zeit. 60. Ja, wer Bock hat, da hätte jetzt noch ein Schwimmbad. Keine Ahnung, ob das auch in echt auch so ist. Wäre mir jetzt ein bisschen zu frisch. Sag mal, die doch, da hinten ist das Becken, alles klar.
Ah, da ist die Weiche. Oh, klein aber fein hier, ne? So, ich will jetzt keine Zwangsbremsen kassieren. Und da vorne ist schon mein Lieblingssignal. Südle! Ach cool, die setzen sich sogar hin da. Ist ja schön. Wunderbar, dann machen wir mal die Türen auf. Und geben uns mal das Spektakel hier. Oha. Ist halt dezent unrealistisch. Die würden halt alle zu der Tür hingehen und da dran kleben, obwohl die Leute aussteigen. Gibt's denn hier etwas, was man machen kann? Ja, vermutlich hier wieder so ein Plakat. Sieht zumindest sehr verdächtig aus. 10, 8 plus 0. Nice. Türen verriegeln. Würden wir vielleicht machen. Fröhliche Weihnachten? Ah. Das ist aber nett. Okay. Abfahrt. Nächster Halt ist Erlenbach. Um 12 nach. Er hat mich nicht befreit. Jetzt. Jetzt, dann kann ich ja wieder Gas geben. War schon auf der Gegenseite. Ich vermute die ganzen Pendler hier. Das ist aber noch ein großer Parkplatz hier. Wie so ein kleiner Bauernhof. Aber gut, wenn ihr dann alle da in die große City wollen. Okay. Die Autos schaffen es zumindest noch mal durchzufahren. Hängen sich nicht auf. Eigentlich könnte man mal ein bisschen draußen bleiben. Umsehen. Noch ein bisschen Industrie hier so abseits. Die Straße gerade daneben. Oh, die Übergänge sind teilweise unschön. Das sehe ich nicht gern. Einmal 90. Warum das denn? Lass mich raten. Übergang. Wir sollten eigentlich zu sein. Was soll denn das? Jetzt aber nicht hier anhalten sollen, oder? Nee. Okay, hier sind sie zu. Schon mal ein Fortschritt. Es gab jetzt auch nicht irgendwie ein besonderes Briefing, dass wir hier irgendwie eine Störung hätten. Okay, da vorne kommt der Bahnsteig. Oha. Das sieht dann schon nice aus, muss ich schon zugeben. Ja, ganz kleine Verspätung nur.
Südli. Jetzt haben wir es reicht. Na gut. Aha, was machen die Leute? Ich mach gar nichts mit der Maus, ne? Ah, oh, das Spiel und die Kamera. Wir haben jetzt echt dezent Probleme mit dem Aussteigen. Und dann gehen sie halt nicht vom Platz und dann gibt es halt jedes Mal Stau. Okay, aber das ist einer, der einsteigt. Na, die zwei auch noch. Komm, warte mal mit. Okay, man kann auch einfach verschwinden. Das ist auch eine Option. Gut. Ich hab doch gar keine Leistung gegeben. Mensch Gott, Spiel, beruhig dich. Ich bin auch nur auf Null gegangen. So, nächster Halt. Obernburg, Elsenfeld, Bahnsteig 3. Hm, da ging wir mal der Bahnsteig ein bisschen weiter. Hat man nicht so weit erneuert mit der Bahnsteigerhöhung. 3,50 Kilometer. Bin mal gar nicht sicher. Kann man hier mal ein bisschen rumspielen? Muss Taufe starten. Ne, das machen wir nicht. Grundbild. Aha. VA. Hoheitsstufe. Warte, das wird gleich Zeit Config. Zugnummer und Uhrzeit. Config. Aha. Bremse. Alte Bremse angelegt. Nö, Bremsproblem machen wir jetzt nicht beim Fahren. Und da können wir nichts machen. Und Zugzielanzeige. Das war's. Und das geht auch nicht. Klimaanlage. Ja, lass mal alles aus. Er braucht denn schon die Klima in der Bahn. Überschaubar. Oh, warte mal. Instrumentenbeleuchtung. Eigentlich gar kein Unterschied. Nochmal 100%. Wir haben ein bisschen Background-Licht hier. Gut, dass ich es gerade im Augenwinkel noch gesehen habe, dass da ein Signal war. Jetzt wird auch gerade wieder eine geklatscht. Ja, doch. Industrielastig hier vor der Stadt. Oh, da ist sogar ein Industriegleis. Ob es da die Mission hat, dass man da mal reinfahrt? Oder sollte eigentlich 50 runter? Es kommt. Oh, da ist ja generell ein bisschen was. Oder ist das schon der Hafenbereich? Nee, hier hat es Industrie. Da werden wir dann vermutlich mit der 363 hier ein bisschen rumgurken. Und wir haben hier Handweichen. Jo. Unsere Verspätung, glaube ich, kriegen wir so schnell nicht wieder rein. Ist jetzt nicht so schlimm. Südle. Da hätten wir auch schon den Zug für die Gegenrichtung. Liebe Leute, ich werde gerade wieder umsteigen.
Ah, da ist der Magnet. Boah, jetzt gerade drauf. Södere. Dünn auf. Schauen wir uns mal um hier. Oh, überschaubar. Gibt nicht. Okay. Details. Ihr kommt auch zurecht hier. Das meinte ich mit so schmalen Passagen. Hat die KI irgendwie nicht so gern. Ja, daran müssen sie echt noch ein bisschen arbeiten. Das ist aber nicht nur ein Problem bei der Strecke, sondern das ist irgendwie generell ein Problem. Südli. Fertig. Abfahrt. Ah, dass mir da jedes Mal Haltzeichen geben muss. Das finde ich dezent ein bisschen dämlich. So, Magnet. Erlöse mich von meinen Leiden. Bist du jetzt aus? Ja, du bist aus. Es ist noch gemein, so das Rote. Wenn man noch meint, er wäre an. Ja, nächster Halt. In 14 Kilometern ist dann schon Aschaffenburg Süd. Unser Endbahnhof. Und dann wäre es auch schon gewesen mit der Strecke hier. Bis auf den Hafenteil halt noch. Ja, sieht schon gut aus, aber klatscht doch nochmal so 20, 30 oder das Doppelte an Kilometer nochmal ran. Wenn man ein bisschen was zum Fahren hat. Aber die Umgebung sieht schon schön aus. Da gibt es auf jeden Fall Pluspunkt. Was wir noch irgendwie bräuchten, wäre so eine deutsche Dampflok. Das wird dann gerade bei den deutschen Strecken, was wir haben, also noch ein paar, schon noch Spaß machen. Das ist so eine 23 und eine 03. Und Basis haben sie ja jetzt da für die Dampfloks. Bringt schon mal in die Richtung ein bisschen was raus. Zwar nur die englischen. Und vor allem die alten englischen Dampfloks, also nicht die Flying Scotsman. Und wirklich nochmal bezüglich der Steam-Generierungsrate ein bisschen verbrauchen, ein bisschen anpassen. Ich finde den immer noch zu hoch. Die Flying Scotsman, die verbraucht fast gefühlt schon zu wenig. Die kann man echt treten. Und da passiert nicht sehr viel. 100. Bei der haben sie auch den Sound halt richtig geil gemacht. Eine absolute Lieblingslokomotive, die Scotsman. Also in Transient World jetzt. Nach wie vor freie Fahrt. Bahnübergang ist zu. Sehr gut. Und der auch. Oh, das war sicherlich eine geile Strecke, um hier bei Dampfsonderfahrten geile Fotos zu machen. Trotzdem im Herbstlichen. Moin zusammen und ciao zusammen. Wir können noch ein bisschen schneller fahren.
zu. Sehr gut. Sag mal, sollte da vorne eigentlich wie so eine rote Tüte drüber sein über die Kupplung? Was ist denn das da jetzt gewesen? Habt ihr das rote Etwas da auf der Strecke gesehen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen zu schnell vorbei. Moin. Ich rate, 120 ist auch dein generelles Farbmax, ne? Dann haben wir mal unsere Reisegeschwindigkeit. Bin sogar ein Hauch zu schnell. Dezent abschüssig. Nächste Kreisen hier. Aber diese schwarz-roten Streifen, habt ihr die da wirklich in dieser Gegend? So, also wenn man schon Kreisverkehr baut, dann kann man den doch irgendwie schön ausdekorieren, finde ich. Da gibt es teilweise, vor allem in der Schweiz, so richtig geile Dekorationen, was dann da in der Insel alles drinstehen kann. Und das ist auch für die Autofahrer und Co. ein bisschen nett. Hat man was Schönes zu sehen. Meistens ist dann auch irgendetwas, was das Dorf oder die Stadt ein bisschen ausmacht. Ich meine, in welche Richtung? Richtung Zermatt, wenn man da die Landstraße fährt. Und dann, ich kann euch nicht mehr sagen, welcher Kreisverkehr das ist, aber bei einem Kreisverkehr steht dann so eine alte Zahnradbahnlok da. Die, was sie halt optisch wiederhergestellt haben. Man, schade, dass sie halt generell nicht mehr fährt, aber trotzdem finde ich schon noch nice. Da war jetzt wieder sowas auf der Seite, nur jetzt in einer anderen Farbe. Vielleicht ist es eins der Aufgaben, stehen zu bleiben und da neben der Strecke ein bisschen sauber zu machen. Ich meine, die Strecke würde sich eigentlich auch anbieten, da vielleicht mal 100% zu machen. Und da alle Sachen mal zu collecten, was man collecten kann. Und vielleicht mit so einem Sonderzug ein bisschen kombinieren. Dürfte ja hier nicht so schwer zu sein, die Sachen zu finden, außer sie haben das wieder gemacht, dass man hier auf der Strecke mal stehen bleiben muss und irgendwo auf die Seite gehen soll. Da frage ich mich teilweise, wie die Leute das dann finden. Die Leute, die was dann immer 100% machen wollen. Keine Ahnung, du bist auf allen Bahnsteigen durch, beispielsweise mit den Plakaten. Da fehlt ja genau eins. Und auch bei keinem Bahnhof siehst du mehr was. Und dann musst du jetzt irgendwo langsam die Strecke abfahren und gucken, ob da noch irgendwo was ist. Oder ob dein Weg weggeht, wo du hingehen kannst. So, da hinten kommt wieder 80. Und ich glaube, der längste Fahrplan und Szenario, glaube ich, geht ist eine Stunde oder eine Stunde 30. Das war es dann auch schon wieder. Es gibt sogar ein Szenario, dass du de facto keinen Sprit mehr und du musst schonend fahren. Und dann schaust du, dass du es irgendwie nach Aschaffenburg schaffst. So, Runde auf 80. Strecke zum Hafen hier. Muss ja fast sein. Mal kurz gucken. Ja, ist die Strecke zum Hafen.
So, jetzt müsste eigentlich gleich wieder happy sein. Oder auch nicht. Kriegen wir da schon keine Einfahrt hier? Was ist da los? So viel. Was war das denn jetzt? Irgendwie ist das Startbild jetzt wieder erschienen. Von der Zugübersicht. Weiß nicht, ob man das in der Aufnahme jetzt gesehen hat. Aber hat gerade ein bisschen geflackert. Jetzt hat er es aber irgendwie mit der Leistung. Habe ich wegen dir keine Einfahrt gehabt? Meter. Da hätte ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen schneller reinfahren können. 90. Und da geht's auch nochmal zum Stich weg hier. Handweiche. Industrie? Ja, sieht so aus. Ey, wir sind sogar einigermaßen pünktlich. Oh shit. Sidre, an allen. Wunderbar. So, schön geordnet aussteigen. Nicht hängen bleiben. Okay, einer ist eingestiegen oder beim Einstiegen verschwunden. Zähle ich mal trotzdem. Aber das hat jetzt gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Es geht doch. Sie müssen nur wollen. Ja, also. Kein Kommentar. Der Tür zu. Reifen GmbH. Sehr aussagende Werbung. Sollte da eigentlich nicht echte Werbung drin sein, wenn man es. War so klar. Es war so klar. So kurz vorm Ziel. So, komm. Gas geben hier. Ich will hier nochmal ankommen. Ach Mann, ich dachte, ich komme hier mal ohne Zwangsbremsung durch. Wenigstens ist sie sehr schnell gelöst. Diesmal nicht. Knapp einen Kilometer noch bis 40. Gehen wir davon aus, der wird uns ganz nach links bringen.
Ist jetzt aber nur geraten. So, ich vermute mal gleich dahinter. Machen wir noch mal ein bisschen reinrollen hier. Langsam hier da reinfahren. Das ist da oben eine andere Bahnstrecke. Nee. Da ist sie. Ey, Wahnsinn! Oberleitung! Geht doch! Und da wären wir in Aschaffenburg. Ja, und jetzt hier vielleicht noch ein bisschen die Hauptstrecke weiter. Und hier quasi der Stich. Da würde ich dann schon ja sagen. Und da steht auch unser Dieselkollege da hinten. Dann hätten wir den auch mal gesehen. Oh, da ging es mal weiter da hinten. Moin, Stellwerk. Wo können wir die reingehen? Nee, sieht nicht so aus. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Altrot. Neues. Ach so, stimmt ja. Das ist ja... Ah, ich bin ja im Farbladen-Modus. Also da die Custom Repaints mit dabei. Das ist garantiert nicht so im Add-on per se mit dabei. Oh, da steht sogar ein ICE. Schade, mit dem könnte man eigentlich hier auch starten. Nur kommen wir nicht sehr weit. Wunderbar. Einmal anhalten. Södele. Ah, das ist doch schön. Wir halten an und er fährt weg. Hinten sogar noch ein Güterzug. Und das wäre es gewesen mit der Fahrt. Ja, also, es ist eine schöne Strecke. Kann man ganz, ganz gut mal hin und her fahren. Ein, zwei Mal, dann hat man es gesehen. Dann fährt man vielleicht nochmal zum Hafen und macht da ein bisschen Rangieraufgaben. Aber ja, ich weiß nicht. Für 33 Geld finde ich es jetzt ein bisschen viel. Also, da würde ich auf einen Sale warten oder wenn es dann ein Bundle ist, mit einer anderen Strecke noch mit dazu. Aber so solo, ja. Ob es jetzt dann authentisch ist, ob es in echt jetzt genauso aussieht, kann ich nicht beurteilen. Das müsst ihr mir in den Kommentaren beantworten. Aber ja, ich habe schon schlechtere Strecken gesehen. Also geht es ein bisschen... Ich würde es ein bisschen mit der Niedertalbahn vergleichen, wobei die ist wesentlich geiler. Also vom Optischen her, finde ich. Ist auch die Streckenführer interessanter. Aber ist ein bisschen unfair, das zu vergleichen. Trotzdem, ja, 15 Euro oder 20 allerhöchstens. Dann glaube ich... Dann wäre ich zufrieden mit dem Add-on soweit. Wie ist denn eure Erfahrung zu dem, was ihr da so gesehen habt? Werdet ihr euch das holen oder habt ihr es euch sogar schon geholt? Lasst es mich wissen. Bis dahin, ich wünsche euch weiterhin eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.